Zweifachbelastung mit Kindern und Job. Kein Wunder, wenn da für die Beziehung zu wenig Zeit bleibt. Barbara Kalich. Talk um 4. Schlaflose Nächte und quengelnde Kinder. Eltern kennen das, und zwar ziemlich alle. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie wird man da noch den Ansprüchen der Partnerin, des Partners gerecht? Und wir fragen uns, sind Kinder tatsächlich Beziehungskiller? Schön, dass ihr da seid. Ich darf euch vorstellen. Katrin liebt Kinder. Sie hat jedoch Angst, dass eigene Kinder ihre Beziehung gefährden und sie ihre persönliche Freiheit verlieren könnte. Daher hat sie sich dagegen entschieden. Vini sagt, dass man sich in einer Beziehung jeden Tag aufs Neue kennenlernt, damit man sich auch als Eltern noch als Liebespaar die nötige Aufmerksamkeit schenkt, benötigt es Beziehungsarbeit. Vollblutspapa Horst war vor rund 30 Jahren einer der ersten Väter in Väterkarenz. Er ist überzeugt, dass Kinder eine Beziehung stärken, obwohl er selbst andere Erfahrungen gemacht hat. Anna verspürt seit der Geburt ihres Sohnes eine noch tiefere Verbundenheit zu ihrem Mann. Gemeinsam schaukeln sie den Familienalltag, der nicht immer einfach ist. Zweifach Mama Anja kann davon ein Lied singen. Ihre Kinder stellten das Leben von ihr und ihrem Mann komplett auf den Kopf. Eine Paartherapie war da die Lösung. Und Kinder sind für Barbara und ihren Mann das größte Geschenk und Bindeglied in ihrer Ehe. Sie gönnt sich ab und zu eine Nanny, denn das ist ihr Rezept für eine glückliche Beziehung. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt, allerdings habe ich noch nicht geklärt, wie viele Kinder jeder von euch hat. Anja hat 2. Wie ist es bei dir, Horst? 2. Okay, eigene? 2 eigene und in der Patchwork-Familie haben wir 2 dazu. Also kann man sagen, eigentlich insgesamt 4? Kann man so sagen, die, ja, genau. Für die du mehr oder weniger auch schon so ein bisschen Verantwortung übernimmst, also auch für die übernommen habe, ja, sind ja schon relativ genau. Groß. Und okay, okay. Also bei der Katrin, obwohl du keine eigenen Kinder hast, ja, war trotzdem ein Kind da. Ja, mein Partner hat eine Tochter. Mhm. Ich verstehe mich auch sehr, sehr gut. Dennoch würde ich lieber nicht. Barbara? Wir haben auch 2 Kinder. 2? 1. 1? Und der Winnie? 2 Kinder. 2 Kinder. Ja, das ist eine gute Mischung. Bis eigentlich zwischen 1 und 2 Kindern hätte jeder, außer beim Horst, wo jetzt 2 dazukommen. Ich würde auch gerne gleich mit dir beginnen, lieber Horst. Okay. Ab wann sind denn Kinder eine Belastung? Du siehst es nicht als diese, aber selber eigenen Erfahrungen, wenn wir 30 Jahre zurückgehen. Ja, eben. Ich habe es extrem selten als Belastung empfunden, sondern eher als Herausforderung. Also das muss ich wirklich sagen, es gibt herausfordernde Situationen und es ist nicht immer leicht. Das war schon mit, wenn man das so sagt. Wie war denn das damals vor 30 Jahren, als das erste Kind kam? Es war voll cool. Also es war total überraschend, war nicht geplant. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin damals aus dem Urlaub heimgekommen. Meine damalige Freundin, die Mutter, ist kurz vorher schon heimgefahren, weil es wegen der Arbeit schon früher zurückgehen müssen. Und sie ist da gesessen und gesagt, du, wir müssen reden. Hat eh schon nach schwerem Thema geklungen. Und sie hat dann gesagt, du, ich bin schwanger, aber ich muss in die Arbeit, aber wir können dann am Abend reden und so. Gell? Und ich habe gedacht, aha, ja. Und das war cool. Also es war einfach so vom ersten Moment für mich klar, war cool. Also cool hat man damals vielleicht noch nicht gesagt vor 30 Jahren, aber es war einfach super. Ja. Und wie lange wart ihr vorher zusammen? Um 2 Jahre. Mhm. Und wie war die Beziehung so? Nicht sehr gefestigt in Wirklichkeit. Ja. Und das hat sich auch dazu geführt, dass man sich quasi relativ bald dann auch getrennt haben. Mhm. Und es war überhaupt nicht das Kind der Grund, sondern es war einfach das, dass halt die Beziehung eigentlich nicht dafür gedacht war, dass wir eine Familie gründen oder so. Ja. Und eben für mich war es keine Belastung und für die Mutter war es einfach von Anfang an belastend. Ich war bereit. Du warst bereit, einer der ersten Väter in Väterkarenz? Ja. Das ist damals möglich gewesen bei dir im ganzen Glück Umfeld? Gehabt, ja, also wir haben ein volles Glück gehabt, weil sie gerade die Gesetze geändert haben. Ich habe in Karenz gedürfen, also zwar nur 1 Jahr damals. Ja. Aber es war dann, und es war genauso möglich wie bei jeder Frau, die ein Kind kriegt und in Karenz geht. Ich sage immer dazu, es ist nichts Besonderes, wenn ein Mann in Karenz geht, weil es die gleichen Bedingungen gibt. Mhm. Ich habe damals quasi karenziert, ich habe danach nicht mehr in meinen Job zurückgekommen in der Form, weil es einfach nicht gegangen ist mit einem Kind. Also ich wollte dann noch mehr Teilzeit arbeiten, dort war nur Vollzeit. Es war quasi ein Karriereknick, so wie noch jede Frau erlebt, oder nicht viele Frauen erleben, nicht jede, aber viele Frauen. Und es war einfach ganz normal. Ich habe ein anderes Geschlecht gehabt als wie der Rest
in der Mutterberatung. Ich war in meinem Umkreis relativ der Erste, der so das überhaupt ein Kind gekriegt hat. Und ich war auch eigentlich so ziemlich der Erste, ich glaube, einer der Ersten in Karenz gegangen sind, weil es ja damals auch erst möglich war. Aber es war super, weil viele nachgefolgt sind. Also es hat schon ein bisschen sowas gehabt, auch so, aha, es geht. Oder na gut, dann, wenn der Horst das macht, kann ich das auch. Bei der Anja war es ja so, du warst ja umgeben immer von Kindern, aber eben auch von Eltern. Und du hast dir oft in deinem Job gedacht, mein Gott, das müsste man ein bisschen anders machen bei der Erziehung. Und das geht doch irgendwie ganz anders. Und vor allem so, wie man es gelernt hat. Ne? Ja, und vor allem ich habe geglaubt, ich kann das. Alle anderen haben einfach keine Ahnung. Na mein Gott, wenn die Mütter oder auch manche Väter, meistens bringen ja nach wie vor Mütter die Kinder in den Kindergarten, schon völlig schweißgebadet in der Früh reinkommen. Na, und jetzt haben wir 1000 Mal Leiberl umgezogen und die Gummler haben nicht passt und ich weiß nicht was. Ich habe also das, was da ist, wird angezogen, genau. Und dann diskutiert man das auf Augenhöhe, ganz gemütlich auf mit dem Kind. Was genau ist da der Stress? Und jetzt weiß ich halt, was das bedeutet. Und auch ich komme jeden Tag schweißgebadet in die Kindergruppe und bin irgendwie streichfähig um 8.30 Uhr und denke mir so, bitte, noch ein Nervenzusammenbruch mehr. Und war das früher anders? Ich meine, haben unsere Mütter uns einfach irgendwas anzogen und fertig? Nein, ich glaube nicht. Aber also für mich ist es schon wichtig, dass ich versuche, so gut ich halt kann, es bedürfnisorientiert hinzukriegen. Und ich glaube, dass das schon eine andere Herausforderung ist, wie wenn ich sage, die Schuhe ziehst du an. Und fertig. Und aus. Barbara, sind wir da einfach vielleicht alle ein bisschen zu kompliziert im Denken? Naja, also wenn ich da jetzt so zurückdenke, ich glaube, ich habe wirklich beim ersten Kind deutlich mehr Perfektionismus an den Tag gelegt wie jetzt. Und ich habe einfach gemerkt, ja, ich glaube, ich habe echt zu Beginn noch die Babywäsche gebügelt. Und ja, genau. Und dann haben wir irgendwann gedacht, hey, ich meine, ich muss auf mich schauen. Und ich meine, wir haben immer 50-50 gehabt vom Haushalt her. Aber ich habe halt gemerkt, hey, die Babywäsche ist auch sauber, wenn es nicht bügelt ist. Und ich habe dann auch wirklich gelernt, den Perfektionismus abzulegen. Und sobald die Tochter geschlafen hat, habe ich den Schalter umgelegt und Zeit für mich genutzt. Oder auch geschlafen. Genau. Vielleicht, als am Anfang, ja. Inwiefern hat das erste Kind, wann ist die gekommen, vor wie vielen Jahren, deine Tochter? Das ist jetzt 17 Jahre her. Okay. Wie lange wart ihr vorher schon zusammen? 3 Jahre. Eine Frage, die ich auch der Anja noch stellen werde. Ja. 3 Jahre zusammen und ihr wolltet ein Kind? Nein, es war tatsächlich ungeplant, aber es war von Anfang an dann klar, okay, wir sind jetzt in der Situation und wir machen das Beste draus. Und es war schon ein Thema, irgendwann mal Kinder zu kriegen, aber war vielleicht gut, dass es so früh war, würde ich sagen. Sonst hätte ich wahrscheinlich mit 40 oder so dann das erste Kind gekriegt. Und die Beziehung war so, quasi, wart ihr ein unternehmungslustigeres Paar oder habt ihr gerne Zeit für euch gebraucht? Also habt ihr viel Zeit miteinander verbracht? Ich würde sagen, beides. Also wir waren beide berufstätig, aber es war halt schon der Switch, wie wir zusammengezogen sind, dass wir halt wirklich gesagt haben, 50-50 vom Haushalt her. Und ich glaube, das war mal schon so ein Grundsatz, dass wir an den gleichen Strang mal gezogen haben. Mhm. Und natürlich hat es in der Beziehung was geändert, wie das Kind da war. Aber sehr wohl muss man sich neu positionieren, sowohl als Frau, man hat eine Schwangerschaft, eine Geburt hinter sich, als auch als Mann, der keine Muttermilch zur Verfügung hat, aber trotzdem genauso teilhaben möchte an der Kindererziehung. Und das war für uns schon mal so ein Grundsatz, hey, Perfektionismus ablegen, weil sonst geht man zu Grund, oder? Winnie, wie war es bei euch? Wie hat sich die Beziehung verändert, als das Kind kam? Ich glaube, das Einzige, was man allgemeingültig sagen kann, ist eben, es verändert sich. Und also man startet als Mann und Frau, dann wird man Vater und Mutter zusätzlich. Dann treten die anderen Rollen in den Hintergrund. Dann kommen die Kinder, die ihre Rolle haben, die sich auch immer verändern. Und irgendwann, weiß nicht, 20 Jahre später, findet man sich wieder als Paar. Die Kinder sind aus dem Haus, man ist ein paar Jahre älter. Hat ein paar graue Haare mehr oder gar keine Haare mehr, wie bei mir. Und sind es die Kinder wieder, gewesen? Auch wahrscheinlich, ja. Und man muss sich wieder neu finden. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was man allgemeingültig sagen kann, dass es sind immer wieder Veränderungen, es verändern sich die Rollen immer wieder, man muss sich immer wieder neu finden. Ob das dann schwer oder leichter ist oder ob das gut oder schlecht ist, das ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, unendlich viele Varianten. Und wie habt ihr das gemacht, auch so wie bei der Barbara, halbe-halbe? Auch bei der Kindererziehung? Oder? Ja, wir haben es versucht. Also
wir sind, also ich bin Betreuer in einer WG, das heißt, arbeite manchmal in der Nacht und am Wochenende, das heißt, ich bin oft unter der Woche zu Hause. Da kann sich meine Frau beruflich austoben und wenn ich nicht da bin, umgekehrt an den Wochenenden. Und gab es auch Unterstützung von auswärts, also eine Nanny, Babysitterin, Großeltern, Freunde? Die Nanny, das war finanziell nicht immer so drinnen. Wir haben auch nie jemanden gehabt, der da großartig in Frage gekommen wäre. Und was halt in unserer Generation typisch ist, wir waren auch beide schon über 30, wie das erste Kind gekommen ist. Das heißt, der Abstand dann auch zur nächsten Generation ist entsprechend groß. Das heißt, die Großeltern sind dann nicht mehr immer so in dem Alter, wo sie sagen, juhu, wir können jetzt uns um die Kinder kümmern. Ja, das hat sich ja in Grenzen gehalten. Mhm. Ja. Wie ist es bei der Anna? Gibt es eine Nanny? Nein, es gibt meine Mama. Ja, also auch eine Nanny, ne? Nein, ich glaube, mir war das nicht so bewusst. Also ich dachte, bevor ich mein Kind bekommen habe, so, meine Mutter hat da schon gesagt, so, hey, du bist schwanger, du kriegst dein Baby, ich komme sofort zu euch, ich unterstütze euch da irgendwie. Und ich dachte so, okay, langsam, ich bin erwachsen, ich kann das alleine. Und ich glaube, ich war für wenig Sachen so dankbar, wie für meine Mutter, die damals im Wochenbett zu uns gekommen ist. Also die hat da jetzt nicht mal irgendwie auf dem Papier so was Krasses gemacht, aber sie hat das Baby irgendwie bespaßt oder gewickelt, in der Nacht drauf geschaut oder so. Und sie war einfach da, weil ich war allein. Also mein Mann war ein paar Wochen da, wie wahrscheinlich viele Väter hat er sich Urlaub genommen. Und dann musste er halt wieder zurück zur Arbeit, weil es ging ja nicht anders. Die Karenz ist ja auch nicht darauf ausgelegt, dass man zu zweit beim Baby ist, sondern halt abwechselnd im besten Fall. Und ich war einfach so allein und ich habe mich so einsam gefühlt. Also ich bin gern allein, ich mache gern Sachen allein, aber da habe ich mich wirklich einsam gefühlt und auch einfach überfordert von allem. Also meine Hormone waren ja irgendwo und ich war echt am Sand einfach. Und never ever werde ich das vergessen, dass meine Mutter halt einfach da war. Und das ist halt einfach quasi ins Buch meines Lebens mit ganz schöner Tinte geschrieben, dass meine Mama da war. Und das, ja, das war super. Jetzt war das Kind da. Jetzt weiß man, als Frau, diese erste Zeit ist man ja quasi nur irgendwie im Pyjama und checkt irgendwie nichts wirklich. Außer man ist so die perfekte Mutter, kennt man aber kaum. Inwiefern hat sich die Beziehung verändert? Wir haben uns, also mein Mann und ich, haben unser Kind geplant in dem Sinn, dass mein Kind ist quasi, das war meine zweite Schwangerschaft. Ich war vorher einmal schwanger und hatte eine Fehlgeburt. Das heißt, wir haben uns da schon gefreut und das war quasi so ein Bewusstsein, dass wir jetzt das zweite Mal schwanger sind, dass dieses Baby kommen wird. Und wir haben einfach vorher schon sehr viel geplant. Also ich bin so der Typ Excel-Liste, am besten farbkodiert. Ich habe so Listen gemacht, wann wir in Karenz gehen, wann wer wo was macht und so. Ich dachte so, okay, so wie du meintest, denen fehlt einfach allen die To-Do-Liste. Die müssen sich das einfach nur organisieren. Und ich glaube, ich bin der beste Beweis, man kann es nicht organisieren. Also es gibt die eine To-Do-Liste nicht, die man abarbeiten kann und dann ist es easy. Sondern es ist halt einfach zu viel. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Systemfehler ist. Es ist, glaube ich, am Ende, sage ich jetzt, für alle zu viel. Man braucht Hilfe und das ist keine Schande. Also die Mütter, die sagen, bitte, das ist doch eh alles so einfach. Lügen die oder haben die einfach nur ein Glück? Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne persönlich keine Mutter, die so gesagt hat, easy peasy, living breezy. Ich bringe euch jeden Tag ein Kind auf die Welt und mache das dann super irgendwie nebenbei. Ich habe eher den Eindruck, die Leute reden immer noch nicht super offen darüber. Und wenn einmal eine sagt, keine Ahnung, ich hatte einen Dammriss oder bei uns hat das Stillen nicht geklappt oder mein Kind will ums Verrecken kein Brei essen, egal was wir tun. Das Schreikind. Es schreit die ganze Zeit. Die Leute sind deppert. Bei uns kriselt es in der Beziehung. Es ist gerade echt mega Druck. Sobald eine Person einfach nur was sagt, kommt es überall her. Also ich habe damals eben in den sozialen Medien so geteilt, hey, bei uns klappt das Stillen nicht. Ich dachte, es wird easy, war es nicht. Es hat mich sehr belastet. Wir füttern unser Baby jetzt mit Fläschchen. Ist einfach so. Und die Leute haben sich gemeldet, also wirklich von quasi allen Ecken des Internets, die so gesagt haben, bei uns war es genauso, mach dir keinen Kopf, das wird schon. Und es hat mir so viel gegeben, weil das waren so Frauen und Familien, wo ich so dachte, so will ich sein. Also, konnte dein Mann damit umgehen, mit dem, dass du ein Problem hattest, nicht stillen zu können? Ich glaube, er hat es nicht, wie soll ich sagen, ich selbst habe nicht verstanden, warum mich das so mitnimmt. Weil ich sehe mich eigentlich als rationalen Menschen. Ich dachte so, ich wusste ja auch auf einer rationalen Ebene, er ist nicht gestillt worden, ich bin nicht gestillt worden, wir sind Erwachsene geworden. Aber in dem Moment im Krankenhaus hatte ich so das Gefühl, das ist die eine Sache, die ich meinem Kind geben kann. Das ist buchstäblich der einzige Job, den ich habe. Meine Brust rausholen, dieses Kind füttern. Und es klappt einfach nicht. Egal, was ich mache, es funktioniert nicht. Ja, weil, aber wie ging es ihm? Ich glaube, ihn hat überrascht, dass es mich so mitnimmt. Weil wir beide auf so einer rationalen Ebene wussten, das ist ja nichts Schlimmes, wenn man das Kind nicht stillen kann. Aber ich habe dann ganz viel drüber reden müssen, musste ihm so
musste ihm, aber allen anderen auch so mich herum gefühlt erklären, wie sehr mich das erschüttert hat, also wie sehr mich das mitgenommen hat, dass ich diese eine elementare Aufgabe nicht übernehmen konnte. Und deswegen habe ich halt angefangen, super viel darüber zu reden, auch heute noch. Also ich bin die Frau, die bei allen möglichen, unmöglichen Situationen über sowas redet. Kennen Winnie und Horst so eine Situation, dass ja. man, egal ob das jetzt mit, auch Stillen das Thema oder was, ja. was anderes? Also bei uns hat auch, also bei meiner Frau hat auch das Stillen nicht geklappt. Und für mich, also ich habe ja zweites Standbein auch Erziehungsberatung und ich glaube, dass das... dieser Wunsch, alles perfekt zu machen und alles richtig zu machen, ganz oft in so Situationen führt, wo dann gar nichts mehr geht, weil man einfach überfordert ist. Und als Berater sage ich dann immer, Sie versuchen jetzt immer alles richtig zu machen und sind jetzt in diese Situation geraten, mach doch bitte mal was falsch. Ja? Und es war bei meiner Frau das Gleiche. Also sie wollte auch gerne stillen, hätte auch gerne gehabt, dass es klappt. Und ich bin immer noch daneben gesessen und habe mitgelitten und habe dann gesagt, bitte, lass es doch einfach. Also, und das will man aber nicht hören, ne? als junge Mutter, lass es einfach. Also ich war damals noch kein, weder Pädagoge noch sonst irgendwie, ich war damals noch Techniker. Aber, und auch Ärzte, also auch der Frauenarzt hat gesagt, es gibt heutzutage wunderbares Milchpulver, also den Kindern geht es nicht schlechter deswegen. Auch ein Vorteil, das können eben auch Männer machen. Ja? Also meine Frau konnte dann auch ausschlafen. Also sie hat es dann, also meine Frau, für meine Frau war es dann nicht so schwierig. Es war dann so belastend und so furchtbar. Und ja, Gott, irgendwann akzeptiert man es ja dann, ne, Anna? Ja. Also irgendwann denkt man sich dann, ja, okay. Ich glaube, es war dann so, die erste durchgeschlafene Nacht hat dann einen Gesinnungswandel gebracht. Anja, als die Kinder kamen, inwiefern hat sich dann die Beziehung verändert? Also das reden wir vom ersten Kind, beim zweiten. Meine Kinder, sowohl das erste wie auch das zweite, waren Dauerstiller. Und die haben quasi die ersten 2 Jahre beide auf mir gelebt. Naja, und wie ist es deinem Mann dabei gegangen? Ich glaube, es war für ihn auch super schwierig, weil ich immer eine sehr offene war und er konnte tun und machen, was er will. Und wenn er 3 Tage Feuerwehrheurigen macht, ist das voll okay für mich, dann mache ich was anderes. Wenn ich aber eh schon irgendwie die letzten 1,5 Jahre nur auf der Couch stillend im Pyjama-Label sitze, dann habe ich 3 Tage Feuerwehrheuring für ihn nicht so leibend gefunden. Mhm. Und das, ja, also da hat es dann schon immer wieder ordentlich gekriselt. Ja? Man kommt dann auch gar nicht dazu, da irgendwie drüber zu reden, dass man sich mal Zeit nimmt und sagt, hey, schau, für mich passt das und das nicht oder das ist schwierig. Und der andere sagt, ja, für mich ist das so oder so, weil immer irgendwas ist halt. Und das ist ja nur ein Teil. Also stillen, das Kind füttern, wickeln, das ist ja nur, da kommen ja dann auch noch die schlaflosen Nächte, ja. die Müdigkeit, dieses, ja. wo man vorher vielleicht leidenschaftlich Liebe gemacht hat, ist man einfach nur fertig. Und zwar beide oft, ja, also nicht nur. Das sind auch Dinge, Katrin, wo du dir gedacht hast. Bin ich bin überfordert beim Zuhören. Ja, denke ich mal. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, dass ich dich dran nehme. Ja, das hat mir schon gereicht jetzt. Ab wann wusstest du, das spare ich mir? Ehrlich gesagt, erst nach 30. Ich habe nämlich in der Schule natürlich mit Freundinnen redet man immer so, ja, wie viele Kinder willst du mal haben? Und ich so, ja, 2. Das ist halt so üblich, weil meine Mutter hat 2 Kinder und dann werde ich halt auch 2 kriegen. Ja? Und bis 30 habe ich immer gewusst, ich kriege 2 Kinder. Und dann habe ich einen Wohnungswechsel gehabt, neue Freundeskreise, neue Hobbys dazu gekriegt, weil ich stehe irrsinnig auf Action, Sport und so Abenteuer. Ja. Und je mehr und größer das geworden ist, habe ich gewusst, was Kinder? Na, es passt schon so. Ja. Also irgendwie, und das Geld ist dann auch nur hineingegangen in meine Hobbys. Ja. Und deswegen wäre auch gar kein Geld für ein Kind da gewesen, weil wir wissen ja, Kinder kosten ja auch Geld. Also ich liebe das, seit ich 30 war, jetzt bin ich 41, liebe ich das Leben so sehr. Das habe ich aber von 20 bis 30 noch nicht so gespürt. Also ich muss sagen, ab 30 bist du dann endlich angekommen und weißt eigentlich, was du willst. Habe ich das Gefühl, ja. Und da passen keine Kinder in mein Leben. Ich mag sie aber. Ich habe 4 Neffen und Nichten mittlerweile. Da kommen sicher noch mehr. Aber ich bin jedes Mal so, danke. Mhm. Dass du nach Hause fahren kannst und deine Ruhe hast. Jetzt war es aber so, dass du dich verliebt hast in einen Mann, der bereits Vater war. Ja. Wie alt war das Kind damals? Damals 13. Nee, das ist eh schon aus dem Gröbsten raus. Ja, da beginnt die Teenager-Alterzeit. Du meinst die Pubertät? Ja.
Und das war nicht so gut. Ja, es geht. Es ist, also ich muss schon sagen, dass sie eine coole Socke ist, muss ich wirklich sagen. Ja, und auch, weil ich Kosmetikerin bin, auch die passenden Themen habe, also war wirklich okay. Aber ich bin es halt auch gewohnt, allein zu sein. Und wenn es dann irgendwie so heißt, ja, Katrin ist eh zu Hause. Na, wie oft kam sie zu euch? Naja, da beide, also die Ex-Frau und mein Freund, so Schichtdiensten hatten, haben sie sich halt immer so gerichtet, wer halt da war. Nur bevor wir zusammengezogen sind, war es aber schon so, dass es ohne mich auch funktioniert hat. Und dann war halt am Anfang schon eine kleine Krise, weil ich es nicht eingesehen habe. Ich meine, ich mag sie, wie gesagt, ja, aber es kam mir dann zu oft vor. Ja, Katrin ist eh da und das Kind ist dann eh behutsam aufgehoben. Und da ist dann bei mir ein bisschen, und ich es dann auch angesprochen habe und so, hey, das soll eigentlich nicht jetzt auf Dauer sein. Und es hat dann doch über ein Jahr gedauert, bis man mich da erhört hat. Mhm. Und ja, das, ich meine, ich habe sie, wie gesagt, gerne, aber ich bin auch irrsinnig gerne alleine. Und ich habe auch lange alleine gelebt. Und deswegen war es für mich natürlich auch eine Umstellung. Ja? Und das muss man, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann tatsächlich auch eine Therapie gemacht, damit ich jemanden verstehe besser, der ein Kind hat. Ich bewundere auch den Horst, weil er so die Gelassenheit hat. Also von Anfang an, wenn ich ihm zuhöre, wie das alles so hinbringt, super. Ja. Glaubst du auch, dass es, Katrin, Frauen einfach gibt, die vielleicht nicht so geschaffen sind für das Muttersein? Ja, dazu gehöre ich. Dass dich das so, wie du dir das jetzt angehört hast, dass dich das zu sehr belastet hätte und in dem ganzen Leben, in dem ganzen Alltag? Ja, weil ich wäre schnell überfordert. Mhm. Allein schon mit der Schule. Mach die Schularbeit, mach die Hausaufgabe, mach das und du kommst nach Hause von der Arbeit und da gibt es kein... Mama, Papa, ich brauch da jetzt Hilfe. Ja, das halte ich nicht aus. Ich will einfach nur, nach der Arbeit ist jeder fix und fertig. Ich will einfach nur so. Ah. Naja, und wie oft hast du dir gedacht, ich sollte mir vielleicht jemanden suchen, der kein Kind hat? Das war immer die Aussage von meinem Freund. Er nimmt sich immer eine Frau ohne Kind, weil es ist sonst so kompliziert. Aber ich so, okay, dann weißt du jetzt, wie ich mich fühle. Aber die in der Therapie hast du gelernt, dass du dir auch wichtig sein musst? Ja, das Beste zu verstehen, wie es ist, wenn ein Vater, eben Vater-Tochter-Beziehung ist immer was anderes, habe ich jetzt irgendwann mitgekriegt. Ja, ist halt meine Prinzessin, was auch immer, mein Ein und Alles, also bei Boom auch, ja. Aber es ist halt was anderes und ich wollte das verstehen. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir es beide gemacht hätten. Das ist halt blöd, wenn nur einer so eine Therapie macht, aber... habe ich jetzt leider nicht hinbekommen, weil es sollte auch verstanden werden, wie ich mich fühle. Das wollte also, da war ein bisschen Eifersucht im Spiel auch vielleicht, ne? Eifersucht eben nicht. Nein, das kann ich echt ausschließen. Eifersucht war nicht da, weil ich wollte zum Beispiel, dass die zwei mehr Zeit miteinander verbringen und ich ihnen extra Zeit gebe. Und, aber irgendwie sollte ich dann immer dabei sein, weil es ist cooler, wenn man zu dritt was macht. Okay. Ja. Also du wolltest deine Zeit für dich. Darum ging es dir. Aber nicht nur immer. Also Zeit, wenn er im Dienst ist, wollte ich nicht... Babysitter quasi sein. Damit bin ich nicht klargekommen. Zeit, was zu unternehmen gemeinsam, habe ich gern gemacht. Also du hast gelernt, dich abzugrenzen. Ja. Mhm. Und wenn es mir zu viel wird, was die Therapeutin mir auch handelt, dann gehe ich halt einfach. Dann mache ich mein Ding. Aus diesem Energiefeld raus. Ja, nein, aber wenn es mir zu viel wird, dann mache ich generell alleine was. Ich mache aber auch gerne was zu dritt. Wir haben super lustige Ausflüge gemacht, super lustige. Ja, weil ich halt immer die Ideen auch dazu habe und ich eben Action und Abenteuer so liebe. Ja. Vielleicht erinnert die Katrin den Horst ein bisschen an die erste Freundin, also die Mutter deines ersten Kindes, die auch nicht so in der Mutterrolle aufgegangen ist. Genau, gell? Also es war nicht ihr, die Mutterrolle. Ja. Sie hat es einfach nicht gebraucht in dem Zeitpunkt und auch nicht China. Ja. Und ich finde, es war okay. Ich finde auch, also, weil du zuerst einmal gesagt hast, eine Frau, die Mutterrolle, wo man versagt oder so, das stimmt ja nicht. Ja. Ich denke mal, Millionen Männer versagen in der Vaterrolle und nirgendwo diskutiert man darüber oder kaum. Ja. Nur halt, weil die Mutter automatisch fürs Stillen zuständig ist oder sonst irgendwas. Und ich denke mal, mein Sohn ist auch gestillt worden, kurz. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's, ja, weil ich bin immer da oder ich muss auch immer da sein. Ja. Ich will jetzt, dass wir eine Flaschel umstellen, weil das gibt mir Freiheit. Ja. Und umgekehrt, also, man muss irgendwie schon zusammenreden, für sie war es auch total erleichternd, ja, weil sie wieder mehr ihr Leben hat können. Aber sie hat dann schon auch mehr lieber ihr Leben gelebt, weil nach der Trennung ja dann du da
Erziehungsberechtigte, das Sorgerecht bekommen hast. Ne? Ja, ja, freilich, das ja, haben wir sich darauf geeinigt, weil mein Sohn war seit der Geburt bei mir quasi, also wirklich, auch wirklich seit der Geburt, das war für sie schon nach der Geburt, sie hat noch nicht nehmen können. Oder so. Es war einfach eine Sperre irgendwie, zu viel. Und es war für mich ein totales Geschenk, weil man als erster Bot und als erster gehalten und als Bonding, erster irgendwas ja voll. Es war total, ich meine, ein paar Wahnsinn, kann man zweites Mal so ein Glück erleben. Ich habe gar nicht gewusst, dass Liebe so groß sein kann. Ja. Oder so. Also denke mir, so diese Glückshormone, die einer Frau vorbehalten sind, bei der Geburt wahrscheinlich, sonst hält es das wahrscheinlich nicht aus. Ja. Nachher oder so. Denke mir, habe ich halt auch mitnaschen dürfen. Nicht das Gleiche, aber mitnaschen dürfen. Und ich denke mir, sie hat nicht versagt und sie war keine Rabenmutter, sondern sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten da, was möglich war. Und ich war halt gefordert. Und ich denke mir, das war halt meine Rolle. Aber denkst du, dass ihr zusammengeblieben wärt, wenn das Kind nicht gekommen wäre? Länger, aber nicht wirklich, glaube ich. Ja, weil du die Sehnsucht nach Familie immer in dir hattest. Sie mag auch Kinder, aber sie wollte halt ihr Leben da jetzt nicht komplett umkrempeln wegen einem Kind. Ja, oder halt in dem Moment. Und mein Partner ist auch so ein Vollblutpapa. Ja. Hat ihr das Fahrradfahren beigebracht, Schwimmen und er ist wirklich immer für sie da. Ja. Genau, ist auch die Aufgabe als Papa. Also man hat immer da zu sein. Das ist jetzt wurscht, ob ich Mutter oder Papa bin. Und, das sieht man aber selten, muss man auch sagen. Inwiefern heißt, ist die. Man sagt ja immer, die Mutter ist das Wichtigste für das Kind, für das Baby am Anfang. Klar, wir geben die Milch, also wir gebären das Kind ja auch, wir stillen das Kind. Ja. Aber wie wichtig ist denn die Vaterrolle? Also gerade auch in Bezug auf Beziehung und also was kann der Mann beitragen? Ja, ich kann so sagen, ein Beispiel von meinem Sohn, der jetzt auch ein Kind gekriegt hat. Also vor 7 Monaten haben sie miteinander ein Kind gekriegt. Ja. Und er arbeitet Teilzeit, weil er einfach auch viel daheim sein will. Und was für eine Rolle hat er? Er hat die Rolle, dass er die Mutter in der ersten Zeit, wo sie stillt und wo es einfach auch anstrengend ist für die Mutter, sie zu unterstützen und da zu sein für die Mutter und fürs Kind und einfach da zu sein. Es geht ja nicht darum, dass ich alles machen muss oder so. Oder so. Ich muss einfach da sein, bereit sein, dass ich alles mache. Ja? Und wenn es notwendig ist, muss ich alles machen. Ich kann mir das nicht aus. Also ich habe das Gefühl, Männer suchen sich immer aus, ob sie da sind oder nicht. Weil die Mutter muss immer da sein, weil eh muss gestillt werden und was passiert. Was. Und ich denke mir, als Vater habe ich da zu sein und Punkt. Man ist ja als Mann, wenn man daran teilnimmt, ja, auch in der Früh miert, weil ich bin in der Nacht aufgestanden und war miert oder auf die Nacht miert, weil ich halt um 5 in der Früh aufgestanden und dann ist er wieder eingeschlafen, aber da wieder ein, was weiß ich, Waschmaschine angefühlt oder irgendwas gemacht oder versucht, die Kugel auf klar zu bringen. Und dann war ich oft noch, ist umgekehrt genauso. Das heißt sozusagen, diese Erwartung zu haben, dass die Mutter, weiß nicht, keine Ahnung, 14 Tage nach der Geburt oder von mir aus 2 Mal nach der Geburt wieder voll da ist, ist ja auch kein gerechtfertigter Anspruch. Ich komme nochmal dann zurück zum zweiten Kind. Anja, wie ist es euch denn gegangen, quasi, weil, wie du sagst, ihr hättet gern reden wollen, aber das ist oft nicht gegangen, weil das eine Kind geschrien hat, das andere was braucht hat. Wie ist es euch gegangen, überhaupt dann auch mit Zärtlichkeit und mit der Zeit für euch? Es gab keine Zeit für uns. Und auch keine Unterstützung? Wie doch, wir haben ein super soziales Netz. Mhm. Und das ist unser Glück. Wir haben Oma, wir haben Tante, wir haben Opa, ich habe auch super Freunde, wir haben super Freunde. Ohne dem stelle ich es mir irrsinnig schwierig bis unmöglich vor. Wenn dann das Geld da ist für eine Nanny, dann ist das super. Aber oft ist das halt nicht da. Und dann ist es einfach Wahnsinn. Und ich glaube, es ist einfach auch so, diese Prioritäten zu ordnen, ist so schwierig, wenn man keinen Gedanken mehr zu Ende denken kann. Weil halt immer ständig irgendwas ist. Und ich glaube halt, dass viele, also Kinder sind für mich auf keinen Fall Beziehungskiller, sondern dieses System rundherum. Dieser Mental Load, wie das jetzt überall so schön gesagt wird, der halt hauptsächlich immer noch nach wie vor der Mutter angelastet wird, der, finde ich, bringt viele Beziehungen einfach auseinander. Was ist der Mental Load? Alles, vom Wäschwaschen bis zu passen die Gummler noch im Kindergarten. Also die Hauptverantwortung und alles Denken, Managen, Handeln. Denken, genau. Ja. Also würde es auch leichter gehen, wenn man zu Hause bleiben könnte? Und nicht arbeiten geht müsste? Also
Oder das wäre furchtbar. Aber das will man auch gar nicht mehr, oder? Für mich wäre es ganz, ganz furchtbar. Mhm. Nur zu Hause zu sein? Ja. Mhm. Weil ich habe das auch gehabt. Ich war in Karenz und dann insgesamt 4 Jahre, was super lang war. Und ich habe mich auch so einsam gefühlt und die Tage zahn sich. Ja. Oder? Inwiefern hättest du dir von deinem Partner ein anderes Verhalten gewünscht? Was hätte er anders machen können? Das, was der Horst gesagt hat, mit einfach nur da sein und unterstützen? Nein, das hat er schon gemacht. Das hat er schon auf jeden Fall gemacht. Aber ich glaube, zu erkennen, dass ich jetzt nicht gegen ihn bin, sondern sondern einfach, dass diese Umstände, in denen wir leben und in denen wir wohnen und wie wir sozialisiert worden sind, dass die einfach so gegen uns sind. Also ich habe mir so gewünscht, wir gegen das System. Ich habe mich einfach oft sehr alleingelassen gefühlt. Und für mich war es so, ja, du darfst wenigstens arbeiten gehen. Genau. Und er sagt, hey, ich gehe nur in die Arbeit. Und ich sage, ja, aber dort kannst du das alleine nur gehen. Das ist Urlaub für dich. Ja, ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, durch die klassische Rollenverteilung, also wenn wirklich der eine nur zu Hause ist und der andere nur arbeiten geht, ja, genau. Man glaubt ja wirklich nicht. Die Frauen sagen zu den Männern, du hast so gut, du kannst arbeiten. Ja. Und ich sage, von was redet ihr? Und umgekehrt, die Frauen sitzen den ganzen Tag zu Hause, wollen dann mit Vätern, wenn sie nach Hause kommen, reden. Die Väter wollen ihre Ruhe. Also ich kann nur sagen, bei uns in der Beziehung hat uns das leichter gemacht, weil wir einfach beide uns beteiligt haben. Und jeder von uns hat gewusst, wie das ist, wenn man arbeiten geht und die Kinder hat. Und ich glaube auch, also man hört auch heraus, finde ich, so, dass die Rollenverteilung immer noch klassisch ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn wir über Gleichberechtigung reden, wir reden sehr viel über Belastungen. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, wenn man jemanden aus der Werbung fragen würde, würde er wahrscheinlich nicht sagen, dass das ein gutes Verkaufsargument ist. Und was total untergeht, finde ich, ist, wie schön das auch sein kann, nämlich gerade für Männer auch sich zu beteiligen. Und für mich war das von ersten Tag an klar. Mir hat niemand sagen müssen, dass ich mich auch kümmern soll. Für mich war das klar, ich wollte unbedingt. Ne? Und das ist, glaube ich, der Unterschied vom Zugang, dass die Männer, Barbara, vielleicht nicht so perfektionistisch sind. Also beim Backen der Wickeltasche oder nehmen wir irgendwas mit, wurscht. Ja, also es war bei mir tatsächlich so, oder bei uns, dass ich, wie die Tochter ein halbes Jahr war, wieder zu arbeiten begonnen habe, aber nur 4 halbe Tage. Und da habe ich dann gesehen, wenn ich heimkomme, okay, es ist völlig anders, als wenn ich zu Hause bin bei der Tochter. Und andererseits fand ich das dann total bereichernd, weil ich weiß nicht, ob ich sonst so meinen Perfektionismus so schnell abgelegt hätte. Ich habe es total angenehm gefunden, dass die Tochter auch Muttermilch aus dem Fläschchen trinkt und mein Mann halt auch mit ihr viel unternimmt und eben auch so an der Vaterrolle teilhaben kann. Und er sagt immer noch, er hat das auch total genossen, einfach so ein Teil zu sein und nicht daneben zu stehen, zuzusehen, immer wenn das Kind gestillt wird. Man fühlt sich ja auch als Vater, der mir halt dann auch geschildert, oft außenstehend. Man kann dem Kind nicht die Brust geben. Ja, das war und bei uns auch. Bei Kind Nummer 2 war es dann tatsächlich so, dass der dann auch die Muttermilch viel häufiger aus dem Fläschchen getrunken hat. Mhm. Und mein Mann dann auch nachts aufgestanden ist, einmal ich, dann war das schon mal halb so schlimm. Mhm. Wie? Damit das klappen kann, muss man halt auch sagen, braucht es auch eine Mutter, die bereit ist, das zuzulassen, genau. den anderen Zugang. Ja? Anna. Aber Entschuldigung, in keinem anderen Bereich sagen wir so, die Mutter muss das zulassen oder der andere muss das zulassen. Ich meine, wenn wir in die Wirtschaft schauen, zu irgendeinem Vorgesetzten oder irgendeinem Chef, hat irgendwer von denen gesagt, du, die müssen das erst zulassen, damit du Chef wirst. Dann haben wir halt gekämpft, man hat einfach gemacht. In keinem Job würde irgendwer sagen, die Leute müssen zulassen, dass du das machst. Du meinst, die Männer müssen mehr kämpfen drum? Nein, nicht kämpfen, sie sollen einfach machen. Ja, ich finde diese Diskussion absurd. Ja. So, die Mutter stillt, ich kann nichts machen. Was wäscht sich die Babywäsche allein? Waschen sich die ganzen Sachen allein? Gibt's wer bei euch kommt, irgendeine... wer räumt weg, wer tut Staubsaugen und alles das. Ne? Wobei du ja eine Idee hättest. Ne? Winnie wollte noch was sagen. Sag. Also ich meine, das stimmt natürlich, was du sagst. Es stimmt aber auch, dass es Frauen gibt, die das einfach nicht wollen. Die sagen dann, also da gibt es Väter, die wollen gerne. Und dann gibt es Frauen, die sagen, du machst das aber falsch. Ja, ja aber Entschuldigung, aber das ist so, also wenn man jetzt bügelt und jetzt sagt meine Freundin, das bügelst falsch, sage ich, nein, ich bügelt so. Ja. Und genauso bin ich mein Kind, ich nehme es so und es geht ganz gut. Und ich denke mir, es geht schon um den Anspruch, den ich habe als Mann, dass ich sage, das ist mein Kind und da kümmere ich mich drum. Und ich brauche jetzt weder die Erlaubnis oder halt das Einverständnis schon, aber ich muss jetzt nicht lang fragen. Und ich denke mir, ich muss von selber hingehen. Und ich denke mir, es geht ums Kind, ums gemeinsame Kind. Ja. Und ich denke mir, das ist einfach, das muss man machen. Genauso wie man nicht sagen kann, naja, ich verdiene ein bisschen mehr als wie du oder gar viel mehr als wie du. Ich
kann nicht und so. Ich denke mir, das stimmt doch nicht. Wir haben das beim zweiten Kind. Das sehe ich anders. Ja. Entschuldigung, ja. Ich finde schon, dass das, also ich finanzielle, wie die finanzielle Lage ist und ob man privilegiert dazu, also genug dafür ist, dass auch der Partner zu Hause bleiben kann und die Partnerin arbeiten gehen kann. Und es ist einfach immer noch so, dass Frauen viel weniger verdienen in den meisten Berufen. Also mein Mann wäre urgern daheim geblieben. Er hat auch angefragt. Ja. Aber es ist halt nicht immer überall möglich. Und das wären Einbußen, finanzielle Einbußen für uns gewesen, die hätte man nicht tragen können. Obwohl er so gern wollte. Er wollte wirklich. Deswegen hat die Anna eine Idee, ne? Ich finde, wir tun auch immer so, naja, wenn die Paare quasi gleichberechtigt sind, wenn die sich das gleichmäßig aufteilen, dann klappt es halt schon. Dann ist es easy, dann ist es einfacher. Ist es aber nicht. Also mein Mann und ich haben uns die Karenz mehr oder weniger gleich aufgeteilt. Und ich glaube, wir wären so lehrbuchmäßig die sich das so 50-50, Mental Load, Checklisten, Excel-Listen. Wir haben das wirklich gemacht. Wir haben uns das aufgeteilt. Und es reicht halt nicht. Es reicht nicht, weil das ganze System ist halt gegen dich. Das heißt, man muss alles schaffen und irgendwer muss halt nachgeben. Wer gibt nach, der weniger verdient. Das mache ich den Leuten nicht zum Vorwurf. Aber es ist halt so, sogar in einer perfekten Welt, wo wir quasi uns das gleichmäßig aufteilen würden, die Gesellschaft heute trägt das nicht. Die Gesellschaft, also zwei Elternteile, ein Paar kann nicht allein für ein Kind verantwortlich sein. Das geht sich einfach nicht aus, weil es eben psychologische Betreuung bräuchte, für alle immer super easy, niederschwellig erreichbar im Wochenbett. Weil es Putzkräfte bräuchte, die einfach eben Mütter, Familien unterstützen. Weil es Kinderschwestern, Nachtschwestern, all das bräuchte, was sich eben Leute jetzt für viel, viel Geld zukaufen können, das sollte allen zur Verfügung stehen. Diese Solidarität, die meine Mutter mir gezeigt hat, die zu mir gekommen ist, mir geholfen hat, wo du meintest, ich habe Glück gehabt, ein soziales Netz zu haben. Dieses Glück sollten alle haben. Horst? Ja, grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. Es gibt viel zu wenig Unterstützung in der frühkindlichen Phase besonders, später auch noch. Ja. Es gibt viel zu wenig Kinderbetreuung, die was auch gut passt oder irgendwie passend ist. Mhm. Ja. Und das, da denke ich, ich lebe in der Stadt, da schöpfe ich noch aus dem Vollen. Am Land möchte ich gar nicht wissen, wie dramatisch die Situation ist. Da gebe ich da vollkommen recht. Und trotzdem glaube ich, dass sozusagen das Geld, also so, wenn es um Geld gegen Karenz oder du, ja, ist schon, es gehört nicht die letzte Frage. Und die erste Frage war für mich, ich möchte bei dem Kind sein. Das war beim zweiten Kind auch so. Ich möchte das, was ich erlebt habe, wiedererleben. Ich möchte teilhaben. Ich möchte dabei sein. Ich möchte diese Freude haben, das Glück haben, dass ich dabei bin. Man muss sie auch lassen, die Männer. Weil, ja, weil man ja oft, eben, das, deswegen wollte ich die Barbara fragen, oft denkt man sich, der macht das nicht gescheit. Mhm. Ja, ich habe es einfach total oft beobachtet am Spielplatz am Nachmittag, dass Mütter gibt, die dann echt gesagt haben, hey, der Vater hat heute das Kind zum Kindergarten gebracht und das hat er gewandert, was überhaupt nicht zusammenpasst. Yes. Dann hat er gedacht, ja, völlig wurscht, unsere Tochter hat uns gar nicht lassen. Die war so dickköpfig, die hat sich selber ihr Gewand ausgesucht. Und da hätten wir sowieso beide, wären wir da gescheitert, da ihr irgendwas vorzuschlagen. Aber ich habe das halt total oft beobachtet. Und in der Volksschule war es halt die Schultasche, die nicht richtig eingeräumt war. Und die Kinder, also wir haben unsere Kinder halt, wir haben so einen Leitsatz immer gehabt oder haben wir immer noch, hilf mir selbst zu tun. Und allein dieser Leitsatz, schön, Dinge outzusourcen oder Kinder einfach selber tun zu lassen, sie einfach versuchen zu lassen, das war eigentlich, ja, das hat so viel erleichtert. Horst, wie hast du das denn mit dem zweiten Kind gemacht, also mit der zweiten Frau? Ja, da war auch ich in Karenz. Es hat an sich ganz gut funktioniert, aber halt dann aus anderen Gründen hat es ja wieder gegeben. Und es hat dann auch mit dem Kind nachher voll gut hingehauen, weil es war einfach ein Urvertrauen da, was die Tochter anbelangt. Das war für jeden von uns zwar klar, es geht ums Kind. Aber wie er sagt, es geht immer nur ums Kind. Du hast dann eigentlich das Paar nicht mehr, es geht nur ums Kind. Nein, ums Wohl des Kindes. Ja, es geht ums Wohl des aber Kindes. Aber an erster Stelle steht halt das Kind. Und ich finde, dadurch verlieren sich viele Paare, wie sie sich halt kennengelernt haben, wie alles noch so frisch war und man war aufmerksam. Ja. Das fehlt halt dann schon. Das sehe ich bei meinen Freundinnen alle, ja, die meckern, ja, er macht mal keine Komplimente mehr, wir machen überhaupt nichts mehr mit gemeinsam. Wir könnten da irgendwann mal wieder unternehmen und keiner überlegt sich was. Ja. Der denkt sich, na, das könnte ja er machen, sie könnte ja auch was machen, warum soll ich denn? Was ist ihr, Anna? Nein, ich finde es spannend, weil ich glaube, es stimmt in so einer gewissen Art und Weise, dass die Priorität sich ändert, aber ich habe nur für mich jetzt gerade selber gedacht, es ist halt eine andere Liebe. Ich würde jetzt das nicht rein und sagen, kinderlos haben eine bessere Beziehung als Menschen mit Paaren, aber ich habe zum Beispiel mit meinem Mann erlebt, dass er irgendwas mit meinem Kind gemacht hat, dass er ihm eben irgendein Outfit ausgesucht hat, wo ich mir so dachte, wow, du hast einen Vater, der sich Gedanken gemacht hat, was du anziehst. Ist das nicht schön? Mein Kind geht zu seinem Vater, wenn es Angst hat oder wenn es müde ist. Ja, aber wie geht es euch als Paar? Eben, ich empfinde dann eine ganz neue Art von Zuneigung, dass ich meinen Mann und mein Kind gemeinsam sehe. Du verliebst dich neu, wenn er das Kind anzieht. Nein, wenn ich ihn sehe, wie er mit seinem Kind umgeht, eben nicht so, wie soll ich sagen, so macho-mäßig, sondern wie ein fürsorgliches Elternteil. Ich finde,
das klingt jetzt sehr kitschig, aber das berührt mich wirklich tief, weil ich so denke, aber was ist mit dir? Vermisst du die Zeit nicht, dass nur ihr zwei was macht? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, es ist jetzt alles super. Manchmal denke ich mir, ich würde jetzt wirklich gern einfach brunchen gehen, in ein normales Lokal ohne ein Baby. Oder ich würde gern essen gehen. Das meine ich eben. Oder ins Kino gehen. Aber gleichzeitig dieses Gefühl, dass wir beide über was anderes oder uns um was kümmern, was größer ist als wir selbst, eben dieses Kind, das ist wirklich so eine warme Liebe, eine ganz andere Liebe, als ich vorher erlebt habe. Und das will ich nur sagen, ich glaube, es ist anders, es ist nicht besser oder schlechter, es ist nur anders. Und es gibt dann für mich diese andere Art von Liebe. Und könnt ihr, man spricht jetzt so gern von der Me-Time, ne? Also wenn man so viel arbeitet, dass man auf sich schaut, schaut ihr als Paar auch mal auf euch, dass ihr gemeinsam nur ihr zwei was machen könnt? Ja, also wir sind eben, dadurch, dass meine Mutter uns immer wieder das Kind eben unter Anführungszeichen abnehmen kann, konnten wir zu unserem ersten Hochzeitstag, der so etwa ein Jahr nach der Geburt meines Kindes war, konnten wir, ich glaube, 4 oder 5 Tage wegfahren. Einfach nur so ein Städtetrip. Und das war wirklich so, als hätten wir uns nochmal neu verliebt irgendwie. Also so eine ganz neue Art von Gemeinschaft. Wir haben halt alles geschätzt. Das Packen fürs Auto, die Fahrt zu diesem Ort. Das ist aber auch unwichtig. Aber so surreale Sachen, die uns früher mega gestresst haben, waren so, oh mein Gott, wir bleiben irgendwie bei einer Tankstelle stehen und holen uns einen Kaffee. Die Wertigkeit ist dann eine andere. Ne? Was möchtest du snacken? Was möchtest du frühstücken? Also so kleine Sachen, weil es waren halt nur wir beide. Und das ist schon. Aber jetzt stell dir vor, Anna, deine Mama wäre nicht da. Dann wäre das nicht wirklich so easy. Also dann wäre wahrscheinlich die Beziehung, sehr stark belastet. Sehr stark belastet. Das ist etwas, was die Anja erlebt hat. Also ihr habt ja dann tatsächlich eine Therapie gemacht. Ja, aber nicht aus dem Grund, weil uns das soziale Netz gefehlt hat, sondern eben aus dem Grund, weil ich glaube, ich tatsächlich diejenige war, die diese absolut überzogenen Ansprüche an meinen Mann hatte. Und einfach auch, also diese Me-Time oder so, keine Ahnung, andere gehen halt essen oder auf ein Bier. Wir gehen tatsächlich ab und zu in Paarberatung, wo wir 1,5 Stunden einfach mal wirklich dem anderen auch zuhören können. Das ginge ohne Therapeutin nicht? Doch, wir gehen jetzt nur mehr ganz selten bis kaum. Und wir haben es jetzt auch gar nicht so lange und oft gebraucht, wie wir dachten. Es ging recht schnell, weil wir festgestellt haben, wir zwei kommen eigentlich, wir mögen uns. Wir können uns nach wie vor echt gut leiden und wir sind gern zusammen. Das haben wir nur im Alltag gar nicht mehr sehen können. Aber war das auch so, dass ihr halt die Therapeutin auch gebraucht habt, damit ihr miteinander reden könnt? Ja. Weil man ja dann oft jemanden gar nicht ausreden lässt. Genau, und nur mal über das Gleiche gestritten wird auch. Genau. Ja. Genau. Ja. Was denkt sich die Barbara? Naja, ich habe mir gerade gedacht, also bei uns hat sich nach dem zweiten Kind wirklich auch viel geändert, weil da haben wir eigentlich begonnen, dass wir uns abwechseln am Abend mit dem Schlafen legen. Und ich habe damals zu laufen begonnen und bin außer Haus gegangen, weil natürlich wäre das anders gewesen, wenn ich anwesend gewesen wäre und beide Kinder schreien, dann hilft man natürlich oder greift ein. So war das einfach jeden zweiten Tag, je nach Abendterminen halt dann einfach ein Me-Time, die ich dann so genossen habe und ebenso mein Mann genossen hat, wenn halt ich dran war beim Schlafen gehen und wir dann gesagt haben, hey, erstens die Großeltern mehr einspannen, die sind zwar alle nicht in Wien gewesen zu dem Zeitpunkt, aber wir haben dann wirklich begonnen mit einer Nanny und zwar einmal in der Woche einen Abend für uns, wo wir einfach rausgegangen sind, hin und wieder auf einen Drink. Man überlegt natürlich, wenn man doppelte Kosten hat, man zahlt die Nanny, man zahlt vielleicht das Theater oder das Kino, Essen, aber manchmal war es einfach nur in der Wiese sitzen und quatschen und einmal über ein anderes Thema reden, wie Kinder schlafen legen. Anja. Und ja. Ich finde das großartig mit der Nanny oder auch mit der Oma, dass ihr 5 Tage wegfahren könnt. Aber da müssen auch die Kinder mitspielen. Da braucht man auch die richtigen Kinder dafür, die so jung 5 Tage bei der Oma bleiben oder die auch bei einer Nanny bleiben. Weil also meine Kinder sind eh Rabauken und auch Partykinder, die gerne woanders sind. Aber es gibt auch Kinder, also die wollen das absolut nicht. Da kaum sitzt man beim Essen und kriegt die Karte, wird man schon angerufen, komm nach Hause. Ich kann das, meinst du so? Ne? Ja, oder die auch das, also denen es halt wirklich schwer fällt, zu anderen Menschen eine so enge Beziehung aufzubauen, dass sie sagen, ich übernachte jetzt ein paar
da spielt viel zusammen, ja. Nicht? Da kommen viele Faktoren, es kommt auf die Kinder an, das kommt auch auf die Eltern an, die sie das auch zulassen können. Ja, aber oft ist es dann so, dass vielleicht einer des Paares, oft sind es halt auch natürlich die Männer, die Geduld verlieren, weil man denkt, Mensch, jetzt habe ich einmal Zeit und dann sind wieder die Kinder das Wichtigste. Aber da denke ich mir, wie war das denn früher, wo wir keine Handys hatten? Und da war es so, die Eltern kommen erst um 22 Uhr nach Hause, du kannst Mama jetzt nicht anrufen. Und wir haben alle überlebt, ja? Weil ich habe das meinem Freund schon am Anfang vorgeworfen, weil wir waren bei Dates und da muss jetzt die Tochter noch angerufen werden, weil ich möchte sie heute noch hören, ja? Und ich denke mir noch, hey, wie oft haben wir denn schon Dates? Ich möchte jetzt einmal, dass du mal vergisst, dass du Vater bist, ja? Und früher hat man es auch nicht anrufen können. Deswegen war, das ist ein super Einwurf, weil deswegen war ja meine Frage, wie haben das die Mütter früher gemacht? Ja, zum einen waren sie zu Hause, aber Barbara, den Begriff der Helikoptermutter wird es auch gegeben haben früher. Ja. Aber das ist schon jetzt etwas, was, also Rasenmähermütter und Helikoptermütter, das ist schon ein Begriff, der so in den letzten Jahrzehnten aufgetaucht ist. Ja, schon. Ich glaube so, dass sie einfach nicht abgeben können. Und früher war es halt wirklich so, wenn ich so zurückdenke, wie meine Eltern, wie wir klein waren, da gab es halt immer ein Konstrukt an einer Großfamilie. Da gab es mehrere Generationen, die eingesprungen sind. Und das fällt halt jetzt teilweise weg, wenn die halt nicht in der Nähe sind. Genau, genau. Ja. Aber Helikoptermutter? Anna? Ich bin keine. Also, ich glaube, ich bin eher, das heißt, ich bin keine, ich würde super gerne sagen, weil ich bin super so entspannt oder so. Aber ich versuche mich da wirklich einzubremsen. Also auch aus dem heraus, dass ich mir immer vor Augen halten muss, egal was so das Bild ist, meinem Kind geht es nicht am besten bei mir, weil ich seine Mutter bin. Mein Kind hat einen Vater, mein Kind hat eine Oma, die es liebt. Es hat mittlerweile Kindergartenpädagoginnen, die es gern haben. Ich bin nicht die beste Person für mein Kind. Das können auch andere sein. Und das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Egoistisches. Es heißt einfach nur, mein Kind hat mehr Leute, die es gern haben. Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Ne? Barbara, was gibt es denn so für Tipps und Tricks an junge Paare? Also mit welchen Gesten kann man die Beziehung wieder zum Prickeln bringen? Na, ich finde halt so generell einmal an einem Strang zu ziehen, auch wenn es manchmal schwerfällt oder nicht immer gleich ist. Und einfach so respektvoll miteinander umgehen und vielleicht auch nicht so klischeehaft zu denken. So den Mann in eine bestimmte Rolle zu pressen oder umgekehrt. Da gibt es, glaube ich, es ist einfach auch eine Respektsache und eine Ehrlichkeit, wie man miteinander umgeht. Und reden, reden, reden. Vergisst man manchmal Wien auch, wer man quasi war vor den Kindern? Also, dass man... Kann passieren. Ja. Ich denke mal, wichtig ist bei einer Beziehung also eine gewisse Einigkeit. Also das müssen immer beide wollen. Und eben einer der großen Unterschiede, wenn man nur als Paar für sich ist, hat man vielleicht Momente, wo man sich denkt, Gott, was werden wir heute wieder miteinander unternehmen? Wir haben schon keine Ideen mehr. Und wenn dann die Kinder da sind, ist es eher umgekehrt. Ja. Dann muss man sich diese Gelegenheiten halt aktiv schaffen und halt aktiv dahinter sein. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass du auch ohne Kinder lassen viele Paare nach und man lebt so dahin. Und ich habe mir das immer fest vorgenommen, dass ich meinen Freund zumindest alle 2 Monate mit einem ganz besonderen Date überrasche, ohne dass er was bis davor weiß. Weil das hält am Prickeln, da freut man sich, da weiß man, oh, sie hat sich was überlegt. Und er hat die Idee mittlerweile so gut gefunden und es taugt ihm, dass er sich auch was einfallen hat lassen. Und das macht dann irrsinnig viel Spaß, ja, nicht so, ja, der könnte sich auch mal was einfallen lassen. Man lebt wirklich irgendwann dahin, weil so, ja, man hat ja eh jemanden an der Seite, aber so entfremdet man sich und etwas. Denk mal, das ist das Schöne an Veränderungen, nicht? Das gibt immer wieder Gelegenheit, sich neu zu finden. Mhm. Und ich habe einmal einen Arbeitskollegen gehabt, der einiges älter war als ich und der das schon mit den Kindern das schon größtenteils hinter sich gehabt hat. Und der hat gesagt, schau, wenn ich zurückschaue, ist das so ein Lebensabschnitt, der vorbeigeht. Ja? Genau. Und das hat mir sehr geholfen, das noch besser zu nehmen. Weil ich wusste, gut, das ist ein Lebensabschnitt und der geht auch irgendwann vorbei. Und so wie du vorher gesagt hast, mein Mantra. Da geht der Beruf. Ja, aber das ist zum Beispiel, man denkt sich, wenn sie klein sind, denkt man sich, Mensch, kann die nicht schneller größer werden? Und dann, wenn und sie dann so sind fünf, groß. Ja, und dann denkt man sich, mit dem war so lieb. Kindergartenzeit, ne? Das ist was und das so denke ich mir nicht, weil ich habe diese Phase so ausgenutzt, also diese Krise, so jetzt sind die Kinder größer und brauchen mich nicht mehr so. Ich kann das richtig genießen, dass die jetzt selbstständig sind und allein unterwegs sind. Du, und hat der Winnie oder der Horst Tipps, wie man so eine, wenn die Kinder halt so, nicht so eine Belastung, aber wenn es gerade schwierig ist, wie man wieder Paar ist, also Date-Nights gibt es natürlich, ein bisschen mal eine Nanny nehmen, die auf die Kinder schaut.
Aber es sind so kleine Gesten, die man auch... Kleine Gesten, glaube ich, sind ganz wichtig im Alltag, so kleine Komplimente. Man kann ja auch zu Hause kochen, ne? Für die beim Einkaufen was mitbringen oder so, Kleinigkeiten, ja sicher. Also geht, glaube ich, nicht ums Materielle, sondern um die Geste eben. Und dass man einfach die Möglichkeiten, die man hat, sich Freiräume zu verschaffen, dass man sie auch nutzt. Ich glaube, das ist das, was oft nicht passiert. Oder ich habe immer Freude über solche kleine Gesten. Ja. Also, wer freut sich nicht drüber? Genau. Die von den Frauen gekommen sind. Also der Frage war jetzt eher so in Richtung Männer, soll man die Gesten sagen, aber ich denke mal sozusagen, es ist keine Einbahnstraße. Das ist ein Miteinander. Und ich denke mal, wenn beide diese Gesten oder diese Kleinigkeiten auch sehen, und oft dieser Date oder der Freiabend der Überforderung manchmal, es geht halt dann nicht. Aber es geht dann schon, dass man der eine gerade den Salat macht, dass man sagt, bah, cool oder es schmeckt oder ist man umarmt sie. Aber ihr würdet alle unterschreiben, dass Kinder schon jede Beziehung auf die Probe stellen. Sicher. Also da sagt keiner, na, das ist super einfach. Das ist auf jeden Fall eine anstrengende Zeit. Ja? Aber wie gesagt, ich habe beides gesehen, dass Beziehungen daran zugrunde gehen, dass Beziehungen gekittet werden und dann später zugrunde gehen. Und, Ich finde auch, es ist anstrengend, aber ich würde es nicht missen wollen. Und vor allem haben wir uns jetzt, das finde ich auch, ist bei uns ein bisschen ähnlich, schon uns noch einmal auf einer ganz anderen Ebene getroffen. Und alles entschädigt, wenn das Kind einen umarmt und lächelt, sowieso, wenn man völlig fertig ist. Wir haben aber auch gelernt, dass wenn man an einem Strang zieht, Barbara hat es gesagt, dann kann man alles schaffen. Ne? Jede Beziehung, möge es noch so schwierig sein, kann man dann das schaffen. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Vielleicht hat das die eine oder andere junge Mutter ein Stück weit als Urlaub gesehen, mal durchzuatmen ohne Kinder. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen, falls Sie in einer ähnlichen Situation sind, dass Sie vielleicht ein bisschen was aus diesem Nachmittag mitnehmen konnten. Vielleicht eine Nanny doch mal überlegen. Vielleicht ist es die beste Freundin, die mal einspringt, der beste Freund, damit man diese Zeit zu zweit wieder genießen kann, weil auf die kommt es an. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke fürs Zuschauen. Servus. Sie wollen auch einmal bei mir zu Gast sein? Dann rufen Sie an und verraten mir Ihr Wunschthema.